Der neue Sprinter kann von spartanisch bis luxuriös oder, wie es Mercedes beschreibt, vom Baustellenfahrzeug bis zum Luxusreisemobil. In der Basis kommt der Lastesel mit einem Armaturenbrett aus grauem Hartplastik mit großer Ablage und nur zwei Lüftungsdüsen. Aber es geht auch so. Ausgestattet mit dem neuen MBUX, dem Mercedes-Benz User Experience Multimedia-System mit 7 oder gar 10,25 Zoll Display. Gesteuert wird über Touch, über die touchfähigen Lenkrad-Bedienelemente oder über die neue Sprachbedienung. Der neue Sprinter wird in 6 verschiedenen Karosserievarianten angeboten, dazu kurzer und langer Radstand. Außerdem gibt es Front-, Hinterrad- oder Allradantrieb. Beim Frontantrieb kommt eine neue 9-Gang-Wandlerautomatik oder ein 6-Gang-Schaltgetriebe zum Einsatz. Das 7G-Tronic Plus Automatikgetriebe ist für alle Heckantriebsvarianten mit Dieselmotor und alle Allradvarianten verfügbar. Der 6-Zylinder-Diesel leistet mit seinen 3 Litern Hubraum 190 PS und verfügt über ein Drehmoment von 440 Newtonmeter. Dazu kommen 4 Zylinder in 3 Leistungsstufen für Heck- und Frontantrieb von 114 bis 177 PS. Die stärkste Version steht exklusiv dem Segment der Reisemobile zur Verfügung. Außerdem lassen sich für den Sprinter die verschiedensten elektronischen Helfer ordern. Mit dem Dienst Mercedes Pro bündeln die Schwaben ihre digitalen Dienste für Gewerbekunden in einem cloudbasierten Online-Portal. Mehr als 1700 verschiedene Ausführungen lassen sich so zusammenstellen und damit deutlich mehr als bei seinem Vorgänger. Ab 19.990 Euro gibt es den Sprinter in Deutschland in der Einstiegsversion mit Frontantrieb. 2019 soll der E-Sprinter folgen.